dunkle Grüße und willkommen zurück zu... Ihr seht's ja schon, offensichtlich, es ist... Exakt. Habt ihr richtig gesagt? Schön. Toll. So, die heutige Mittwochsendung sozusagen, also, ja. Wir haben vor, den Markt zu erweitern. Und ich denke, ich beginne direkt hier auf diesem schönen, kleinen, nackigen Fackelfeld. Zack. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. So, alles schön, alles clean, alles sauber. Wo fange ich an? Was habe ich hier? Ich habe normales Holz. Ich habe ein bisschen Birke. Ich habe ja ziemlich viel Birke tatsächlich da und da. Und hier auch fast. Naja, fast, also gar nicht. Was ich noch gar nicht habe. Ach ja, es ist Akazie, nicht Birke. Vergiss es. Was ich noch gar nicht habe, ist dann also tatsächlich doch ein normaler Birkenstamm. Fangen wir also damit an. Aber nicht als Umrandung. Das wäre ja irgendwie schon 10-mal da gewesen. Das wollen wir nicht. Hauen wir die mal weg. Papp. So. Den haben wir wieder hier hin. Ein zweiter passt sowieso nicht mehr hin, aufgrund des Wegpunktes da. Also, plopp. So, 1, 2, 3. Dann haben wir hier 2. Dann könnten da noch paar hinpassen. Zack. Und zack. Einmal dauschen. Überlegen. Eingang mache ich. Ach, dieses Türenproblem immer wieder. Das ist unglaublich. Mache ich hier den Eingang rein. Flop, 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 flop. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ne. Wird ja reichen. Dann wird mal wieder verkaufst du hier dort und dort und dort. Und dort und dort. Und schieben wir keinen, da kommen Kisten rein. Man muss sich in überall in alle Richtungen verkaufen. Das muss nicht immer omnidirektional sein. Nicht immer. Nur manchmal. Könnte ich ja brauchen, kleiner Dingens. Damit du nicht ganz verschwendet wirst. Das ist ja nichts zu sühn. So. Haben wir den. Aber soll's. Dahin. Machen wir uns eine schöne Kiste. Gleich daneben. Was den da irgendwie schwierig macht. Aber passt schon. Ich kann doch was drauflegen irgendwie. Ja, und das war's auch schon. Für das Innenleben. Flop, 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 flop. Der Boden wird gemacht aus... Hab nur noch 2 davon. Nehmen wir doch das hier. Oder nehmen wir was Schönes Dunkles. Flop, 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 flop. Sieht auch ganz nett aus. Ups. Ups, nochmal. So. Siehste. Hatte ich da auch? Ja, hatte ich auch. Da musste ich auch noch weg. Flop. So. Netter Kontrast. Haben wir noch. Brauchen wir ein Soundhörchen. La 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 la. So. Flop. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich bin der Meinung, Villager können das hier nicht aufmachen. Fällt mir gerade so ein. Am Ende können sie aber durchspazieren, aber ich bin der Meinung, Soundtore können sie nicht aufmachen. Nur Türen. Kann sie inzwischen auch geändert haben, weil dann muss ich das notfalls hier die ganzen Soundtore ersetzen durch was Massives. Das eigentlich irgendwie ungeil wäre, aber vielleicht nötig wird. Das werden wir dann noch sehen. So, ich hätte ich gerne ein ganz bisschen davon für die Zäune drumherum. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, und wieder weg damit. Zu wenig Platz, immer und jedes Mal. Da, da, da. Da, da, da. Ist ja eh nur ein Hoch, ne? Wieder das Ganze. Weil ich jetzt überall höher gemacht habe, sind gar keine Zäune. Guck mal, hier habe ich es halt ohne Zäune gemacht. Boah, wie Avantgarde.
von mir. Das ist Wahnsinn. Ja. Nehmen wir da als Dach oben drauf. Ah, nur einer, das gibt's doch nicht. Weil so schön das Ding noch irgendwie verbraten, aber. Dann war es nur noch einer, das wäre nicht mehr symmetrisch, das passt auch nicht. Das Huhn hat wieder eine neue Farbe bekommen, da vorne ist auch schön. Dieses Huhn, das ist sehr. Also, das verschwindet einfach nicht. Das haut nicht ab. Ich meine, das kann ja auch nicht weg so richtig. Es muss ja innerhalb meiner Mauern bleiben. Aber es ist immer so in diesem Bereich. Finde ich wie ganz niedlich. Es ist wie ein Haustierhuhn, jawohl. Voll gut. So, ein paar davon. La 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 la. Dort noch ein. Und. Dort noch ein. Und. Dort noch ein. So. Da werden auch nämlich die Fackeln rangemacht. Man will ja letzten Endes auch was sehen. Zack. Und ich muss ja ein bisschen die Fackeln ersetzen, die ich jetzt drumherum abgebaut habe. Sonst kommt hier was. Das will man bekanntlicherweise nach Möglichkeit vermeiden. Ja. Ah, ist ja auch schon dunkel sich gerade. Naja, macht ja nichts. Wobei, ich könnte jetzt auch tatsächlich anderes Holz nochmal oben drauf nehmen. Ein drittes sozusagen. Nehmen wir doch nochmal das hier, warum nicht? Das hätte auch, also es passt ja mehr oder weniger zusammen, die beiden. Zack. 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 Nee. Also es ist bewusst jetzt nicht wirklich stimmig hier. Das ist völlig in Ordnung. Es kommen da jetzt ein paar Halbstufen rein. Sofern sie vorhanden wären. Kriegt man alles hin. Da, 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 da. Und soll ich wieder was kreieren, was noch mehr Platz wegnimmt hier insgesamt? Na. So, für hier drin reicht's aus. Um nicht zu sehr auf die Schnauze zu bekommen, wenn man springt. Jetzt brauchen wir das Ganze aber noch außen, damit man hier als Kunde nicht nass wird. Bei Schmuddelwetter, was bestimmt wieder mal auftreten wird. La, 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 la. Jetzt fehlt mir einer natürlich wieder. Wobei, hier brauche ich ja keine. Da ist ja keiner mehr, der meint, der wäre Kunde. Ich bin Kunde, gib mir was! So. Ist natürlich von oben asymmetrisch, aber es ist nochmal die Ausrichtung und meine Hüte, damit kann ich durchaus leben. Ist halt zweckdienlich gemacht, das Ganze. Das habe ich aber auch überall bereits auf, in jede Richtung. Wobei ich bis auf dort auch in jede Richtung verkaufe von da aus. Hier ist es auch symmetrisch, weil die auf beiden Seiten sind. Hier ist es auch symmetrisch. Wobei das ja nicht unbedingt müsste. Ja, komm, was soll ich, mach trotzdem was. Ist, nee, dann doch lieber so. Hat zwar keinen tieferen Sinn, wie gesagt, weil da ist ja auch nichts zum Verkaufen, aber sieht dann doch ein bisschen schniekerer aus. Mist, das war Scholz genommen. Ein bisschen schniekerer aus. Hä? Achso, aber ja, nichts davon. Alles gut, Moment. Ich bin gerade total verwirrt. Macht nichts, kennt man schon. So. Zack. Toll. Der kann trotzdem so bleiben. Symmetrisch ist es ja. Nur halt ausgerichtet. Jetzt habe ich auch hier mehr Platz für was anderes. Das ist dann unter Umständen ein Vorteil. So, ich tue mal rein, was ich eigentlich mehr brauchen werde. Wahrscheinlich wird es das sein, weil das habe ich jetzt hier schon verbraten. Das muss gleich am nächsten nicht auch noch sein. So, und wieder ein Marktstand mehr. Einfach so, zack, zack, zack. Hucki zucki. Ja. Top Sache das. Ich glaube, in der Größe werde ich so noch bald 4 hier reinpacken. Ich versuche mal übersichtlich zu bleiben, hier ein bisschen zu komprimieren und ein bisschen Platz zu haben insgesamt. Ich könnte ja auch mal was mit Stein machen. Das wird so ein bisschen die allgemeine Atmosphäre hier unterminieren, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber warte mal kurz. Hier haben wir normales Holz. Das hier, Birke.
Ihr habt noch gar nichts mit Trope gemacht. Dann darf Trope jetzt mal ran. Das bist du nicht, du bist Trope. So, dann mache ich auch hier einen Eingang. Dann kommt da sowieso keiner lang. Und zwar dicht an dicht. Da muss auch drei sein, das Ganze. So. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Und was ganz anderes hier. Haha. Das außer von der Form, die ist nicht extra das gleiche. Oh, das war ein zu viel. Nein. Was kam mir gleich komisch vor hier? Nun ja. Kein Problem, wir haben ja eine Axt dabei. Und uns haben wir auch die Hände. Hände helfen auch gelegentlich. So. Mach doch noch hier was mit dem. Hoppala. Den schönen hellen Kontrast. Und damit es weg ist. So. Hat er jetzt hier gerade meine Dinger reingetan? Meine Platten? Nee, ich habe keine mehr. Okay. Da, 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 da. Was war schon richtig? Da, 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 da. Eine da, eine da, eine da. So. Flup, flup. Tak, 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 tak. Das auch weg, das auch, das auch. Und bei der Gelegenheit schmeißt man Dreck weg. Brauchen wir wie immer oder wie meistens gar nicht. Hier was schön Helles rein. Hat ja auch fast, fast tropenartiges Feeling hier. Das ist ja mit dem oben verwandt, die Farbe, der Farbton. Das passt schon. Würde ich gleich lang mit dem? Nee, ne? Guck mal, der ist ja gar nicht. Ach mal. Ist ja Zweier, nicht Dreier. Gut, okay, dann ist doch was anderes. Passt hier noch eine rein? Eins. Nicht, wenn ich was verkaufen will. Vielleicht ein bisschen eng dann. Eins, zwei, drei. Hier weiter. Das würde gerade so, ich meine, bisschen eng, aber passt noch auf jeden Fall. Dann kann ich da auch noch einen hinhauen. Dann haben wir hier tatsächlich dann vier statt da. Oder ich mache sie ein bisschen länger. Hier einer. Ne, hier ist. Das sieht man sogar so schlecht irgendwie, aber ja, das sind vier, fünf als hier. So oder so. So, das ist relativ schmal dann. Yep. La 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 la. So, hat er bei einer reicht? Ne, ich mach zwei Kisten. Zwei, 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 zwei. Flop, flop, flop. Und zwar eine hier und eine hier. Ja. Dann natürlich das Soundtürchen, was ich aus Birke machen muss, offensichtlich. Ja, der hat so einen. Wo muss ich? Muss ich gar nicht. Ich mach's einfach mal aus dem hier. Ja. Da, 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 da. Voll getarnt von dem Untergrund. Also hier doch ziemlich einfarbig tatsächlich. Trotz der verschiedenen Hölzer, aber es sieht sehr ähnlich aus. Wenn ich es von hier aus sehe. Überrascht mich selbst ein bisschen gerade. Da das Tropenholz an sich ja doch durchaus blasser ist, als eben das hier oben drauf. Naja. Soll jetzt nicht schlimm sein oder so, es ist nur eine allgemeine Anmerkung. Führe ich das fort nach. Quatsch. Nach oben? Ja, ich glaube schon. Hier mache ich jetzt alles ziemlich konform und so. Und da bis oben ran. Dattel, 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 da, da. Dattel, 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 da, da. Was nehmen wir hier für ein Holz hier oben drum? Ich würde sagen, wieder dunkle, schwarze Eiche. Ba, 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 ba. So. Na? Na, komm. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ist hier ja auch schlecht. Aber auch hier ein nicht einheitliches Dingens. Damit es da drüben nicht aneckt. So. Wieder die beiden rein.
ist ja was zum Reingehen hier, nicht zum Verkaufen. Das passt dann schon. Trampelpfade werden also wahrscheinlich so wie lang gehen hier. Das ist ja dann ohne Variationsmöglichkeit großartig. Also da drüben hat man offenbar mehr Platz zum Trampeln als hier, weil da aber auch weniger steht, logischerweise. Und da hat auch das hier ein bisschen Platz weggenommen, sonst hätte ich das noch versetzen können. Also ich hätte natürlich auch dann zu viel reingepasst, aber ich muss es auch nicht übertreiben mit den ganzen Markthäuschen. Aber mit den vieren hier, wenn ich noch vier hinpassen, habe ich immerhin schon 7 Stück. Da kann man durchaus sagen, ja, ist ein kleiner Markt. Und dann da noch, und dann ist alles auch schon soweit fertig. Also dann muss man da tatsächlich noch mehr reinbauen. Dann reicht mir persönlich das auch völlig aus. So. 3. Toll. Toll, toll, toll. Komm ich da ran? Jawohl. Danke. Zack, zack. Achso, weil das ja asymmetrisch ist. So, der passt aber. Und ja. Ah, ne, müsste denn höher sein. Na, ziehen wir doch durch mit den kleinen Halbsteinen. Oder machen wir lustigerweise das. Weil wir so lustig sind, so lustig sind. Hier war so ein Glasklumpen ganz lustig. Nach oben hin. Das ist eine Idee. So, back, wo bin ich da? Passt. Hat da wieder mal gespeichert gehabt beim letzten Mal. Wunderschön. Einen einzigen Glas. Einen dunklen. Zack. Hab ich so auch noch nie gemacht bei einem Dingens. Sieht wohl auch von hier ganz cool aus vor allem. Ist natürlich von innen relativ eng, aber man kann durchgucken. Ist lustig. Mir gefällt mir das. Es hat von außen so einen ziemlich coolen Effekt, so fast schon Wahrsagerhüttenmäßig. Aber es soll ja kein Jahrmarkt sein hier, sondern tatsächlich, also was ja auch eigentlich ziemlich cool, so einen Wahrsager hier hinzustellen irgendwie. Vor allem in den Tempelnähe. Oh, neues Huhn. Oder dass sich durch den Teleport befehlt werden hat gerade, das kann natürlich sein. Das ist ja aber echt die Idee, dass ich vielleicht einen Wahrsager hier unten reinbaue, zum Tempel gehörig oder im Tempel selbst runter was bauen, dann so eine kleine Wahrsagerhütte. Hat ja was Mystisches und so weiter, das passt schon. Finde ich nicht mal so schlecht, die Idee. So. Odium. Odium. Zoi. Oh, sowas. So. Fackelnste haben wir auch. Wunderschön. Man könnte meinen, es gehört irgendwie zusammen. Tut's aber nicht. Das sind die härtesten Konkurrenten hier, wie eigentlich alle auf dem Markt. Alle hassen sich gegenseitig. So. Ich meine, ist ja eigentlich konform zu den ganz anderen Dächern auch hier, aber ich glaube, ich mache hier nochmal ein was Helleres hin gleich. Vielleicht so ein normales Dach, also ein ganz normales Eichendach beim nächsten. Einfach nur, damit da auch irgendwie sowas mal da ist. Und so. Generell habe ich noch gar nicht groß mit normalem Holz gebaut, ne? Dann kommt das jetzt. Aber ansonsten ist alles fertig, ne? Ja. Ja. Soll reichen. Hier macht es jetzt ziemlich eng, würde ich. Also hier lang laufen. Könnte man aber auch machen, eigentlich. Das ist wirklich ein sehr enger Stand, ist hier einfach. Und dann nach dort, ob nach dort Verkauf ist und die Kiste dann hier steht. Direkt da drauf. Nee, hau doch gar nicht hin. Ist hier am Weg dann.